Da noch einer. Okay, ist mir jetzt egal. Aus da. So, kann ich mir jetzt ganz kurz mal in Ruhe das hier durchlesen? Gary Ross. Delta Security, Central Security. Ja. Ja, passt schon. Mr. Ross, this is a quick note to remind you that the new automated defense system at the Delta Labs entrance is fully operational. Please contact the security with any questions. As you requested, the Junction 5 Site 2 airlock code has been updated to 826826. Okay. This will allow you manually override automated rail sensor systems, allowing you to open any of the track doors. 826826826. Passt. Nachladen. Beischauen. Weiter. Hä? Jetzt geht's. Okay, das ist ziemlich weitläufig hier und sieht fast schon so aus wie... Ja, sieht fast aus wie diese... Wie diese Gegend, wo die mit den Kettensägen angekommen sind. Und wenn ich jetzt schon von Kettensägen gerade rede, dann bitte, Mustacho, blende doch mal einfach ein, wenn möglich, die Leiste für diese Kettensägen-Gegner. Ich bin nicht sicher, ob die einen eigenen Namen haben. Sollten sie einen haben, wie gesagt, bitte jetzt einblenden. Ah ja, ist ja. Hat er jetzt die gleichen Funksprüche wie die anderen? Oder kommen jetzt noch irgendwelche mit Waffen dazu? Hätte viel aus. Gut, Rockets habe ich eingesammelt. Das ist noch irgendwo ein Imp. Ha, hinter mir, oder? Also jetzt sind sie ziemlich mit den Gegnern aufgefahren hier. Also jetzt gucken sie, dass sie hier einiges reinwerfen. Ah, okay. Hinter mir spawnen, das kenne ich schon. Ah, geh weg von dem Fass. Jetzt wohl gerne. Boah, was war das denn jetzt? Nein, ich habe einen im Fass gestanden. Ist das passiert halt, wenn man so gehässig sich dahinstellt und darüber lacht? Karma. So, jetzt brauche ich wieder Leben. Aber ich speichere trotzdem mal ab, weil 58 Leben geht ja noch. Langer Gang, langer Gang. Sag ja, man muss nur wie die Entwickler denken. Was? Wo? Wie? Wann? Wer?
Da ist ein PDA. Da ist noch ein bisschen Leben. Oh Gott, wie war das denn? 826 oder 8... 826 oder 836? 826... 826... 836... Einfach da bleiben, wo ihr seid. Ah, nein, da steht nichts. Da steht auch nichts. 826. The IRS for the tests and request the input code to update it to 826 to conduct. Hä? Aber das. Nee, warte mal, das kann doch nicht stimmen. Irgendwas passt hier gerade nicht. Achso, ach Gott, da hätte ich doch PDA daneben. Mein Gott. Blöd. Charles Hollies. Was haben wir denn hier? Hast du was zu sagen? Natürlich hast du was zu sagen. EAP Policy Modification Site 2. Bevor wir das aber tun, lesen wir mal ganz kurz, was er zu sagen hat. Mr. Hollies, I would like to report that the main tunnel passage to Site 2 has been sealed. I will transfer the door codes to the Archaeological Division today. For all practical purposes, that dig site is now closed for good. Thank you, John Brady. Remaining ammunition. As you requested, I've placed all remaining ammunition from the security team stationed at Site 2 in storage cabinet 054 with door code 142. Na, haben wir's doch. We've received a few artifacts from Site 2 without proper discovery and time date information on them. It is very difficult processing all these pieces when we don't know where or when they were uncovered. Please check your records and send the requested information back to me for artifacts. 34, bla 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 bla. Phil Wilson, Delta Research Team. Okay, wenn ihr meint. So, dann hören wir nochmal ganz kurz, was der Hollies zu sagen hat. Und nebenbei machen wir mal den Spind auf. This is the audio log of Charles Hollis, EAP Director, dated September 5th, 2145. In order to conserve current life support resources, effective October 1st, 2145, the Council has made a decision that all environment processors be brought offline in the general area of Site 2. Tomorrow, I will be sending out emails to all team leaders asking for an update on their asset relocation program to Site 3. We feel that we have unearthed enough useful material as it pertains to the project from Site 2, and choose to now devote resources in the exploration of Site 3. End log recording. Gut, wir wissen auf jeden Fall, dass die da jetzt Alien-Artefakte gefunden haben, also Alien-Artefakte. Und dass die Delta Labs irgendwie ziemlich viel Blödsinn veranstaltet haben. Manual Airlock Site 2, Junction locked, Open Airlock Junction 5, Site 2 Airlock sealed by Administrator. Code, das war jetzt das 826. Airlock Security Override enabled. Administrator, Security Code authorized, Security Override accepted, Site 2 Lockdown removed, work safe. Na dann, kann ja nichts mehr schief gehen. Langer Gang, langer Gang. Nicht vergessen. Ich könnte jetzt hier runterspringen, aber ich könnte mir dabei auch alle Knochen brechen. Oder ich könnte auf die Kisten draufspringen. Trotzdem Chain Gun. Ich trau dem Ganzen hier nicht. Und durch. Geh weg. Nein. Sie haben sich den Typen rausgefischt und ihn getötet. Ah. Ja, wärst du mal mitgekommen, Kollege. Bringt halt nichts, wenn man feige in der Ecke rumsitzt. Bei so einer Alien-Invasion oder bei so einer Situation, wenn die Hölle ausbricht, hat man nichts davon, wenn man sich einfach nur hinsetzt und die Augen zumacht. So nach dem Motto, ich sehe sie nicht, sie sehen mich nicht. Das geht ja schnell hier. Was denn jetzt? Engineering, please report to Delta Complex Access Ramp. Track sensor failure detected. Das war jetzt so dunkel, ich habe überhaupt nicht gesehen, wie der ausgestiegen ist aus dem Wrack.
Ah, er hat die Tür aufgemacht. Schon ist da oben gewesen. War das? Da war doch gerade was. Ich hab gerade da was langlaufen sehen. Da bilde ich mir jetzt schon Sachen ein. Das sah gerade aus, als würden da Trides kommen. Trau dem Ganzen nicht. Kommt wieder irgendein Blödsinn. Ah, okay, doch nicht. Upidupidu. Dann wieder zurück zu der Tür, wo ich nicht durch wollte. Und safe. Nehme ich mal immer die Pulse Rifle. Ja, also, ne, irgendwann hat man halt den Durchblick und irgendwann weiß man genau, wo welche Feinde herkommen. Wenn ich jetzt weiterlaufe, kommt sicherlich da einer raus und hier einer raus. Als hätte ich es gewusst. Ich höre schon wieder was. Was war das jetzt? Wir sind jetzt weggerannt. Nachladen wäre schon mal eine super Idee. Und speichern wäre eine super Idee. Nee, das kann ich jetzt nicht machen. Die hat einfach so wenig Munition mittlerweile. Okay, der sollte jetzt wegrennen. Ich warte wirklich auf den Moment, wo mir hier irgendjemand dann mal doch in den Rücken fällt. Jetzt, was war das? Oh Gott. Oha. Aua. Gut, also ein Schuss kann ausreichen bei den Typen, aber es kann auch genauso gut mehrere Schüsse brauchen, um ihn umzuhauen. Was ich nur gerade gesehen habe, ist, wenn er diesen Tentakelangriff macht, dann sollte man in die Hocke gehen und nicht aufstehen, bevor das mit dem Angriff durchgeführt wurde von ihm. Au. Aber ich habe hier gerade gesehen, dass da ein Healthpack liegt. Okay, so. Der musste ja irgendwo hin sein, der Typ. War ja klar, dass wenn der da wegrennt, der muss ja auch irgendwie wieder zurückkommen. Ah? Was? Nein! Okay. Da kann ich jetzt vom Glück reden, dass der mir hinterhergelaufen ist. Oder vom Pech, je wie man es sehen will. Da würde ich gerne rein. Und ein PDA. Soll ich das lesen? Karl Cullen? Soll ich? Karl Cullen kommt mir bekannt vor. Der war doch mal irgendwo in einem E-Mail-Verkehr drin, oder? Karl Cullen. Oh Gott, hat der viele E-Mails. Aber keine Audiologs, naja. Von Security Authority, Chris Bergman, Lee Pomeroy, Sam Harding, den hatten wir hier, gut. Und Matthew Geiser, New Automated Defense System, Turret Shutdown Codes, Extra Medical Supplies, Mounting Brackets Fixed, Additional Security Needed. Thanks, I freaking hate loaded guns with an automated IFF, was war das? I've encoded the shutdown sequence for the turret gun into my PDA. You can use it at the security terminal near the metal detectors if there are any problems with the gun. I would rather have it offline than killing anyone. Von Karl kam das. Das hatten wir auch schon.
extra medical supplies. As a medical supervisor in this section, I feel it's my obligation to be proactive in regards to safety, especially now that we have a turret gun in heavy traffic area. As a precaution, I've stocked medical supplies in the storage cabinet adjacent to the security office. Was? Adjacent? Is this a word? Okay. Both cabinet codes are 364. I hope we never need them. 364, 364. Danke, Pomeroy. Carl, I fixed the mounting brackets this morning. It was those damn mixer bolts. Das hatten wir schon mal. Mr. Cullen, Monorail, Phobos Labs. Oh my god, so viel Text. We are going to be transporting a large specimen from Delta. Normally we would not be using the monorail, but we need to get it to Phobos Labs and this is our only option. The specimen, mein Gott, will be sedated, however, given both the importance and the hazardous nature of it. We feel it is prudent to have an enhanced security presence. You and your men should be prepared with full armor and plasma guns, however, lethal force should be only used as a last resort. Bringing this thing alive through the teleporter cost 7 men their lives and it would be a shame to waste that effort. Also, as you know, we are there are plenty of rumors about our specimen. I do not want this to get out of control. Information about this transport must be kept to only those that need to know what is in the container. Thank you for your cooperation. Bla bla bla, so viel Text. Möb, möb. Wir haben jetzt die 364, 364. Das darf ich nicht vergessen. 364, 364. Destroy. Nein, nicht mich destroyen. Alles wird gut. Noch irgendwo jemand? Ha! Ist es. Wenn der schon so lacht, kommt irgendein Blödsinn dabei raus. Und Rückwärtsgang, oder? Dachte ich mir doch. Mann! Boah, geh auf die Pumpgun! Ich war gerade in der Nachladeanimation und da wollte er jetzt nicht auf die Shotgun wechseln. Uiuiuiui. Warning. Automated turret guns online. Warning. Automated turret guns online. Gut, da müssen wir jetzt aufpassen, weil wir natürlich nicht getroffen werden wollen. Leider. Ich verkrümmel mich mal. Das können sie unter sich ausmachen. Einfach rein. Finde ich aber jetzt nicht cool. Ah. So, 3, 6, 4. 3, 6, 4. Gut, ich habe jetzt alles da rausgeholt, was ich jetzt rausholen konnte. Dann werde ich nochmal speichern und werde ich mal gucken. Die Turrets kann man doch auch deaktivieren. War da nicht ein Code oder so? Oder war das einfach... Ah ne, ich kann das PDL benutzen. Scanner active. Deactivate weapon turrets. Nice. Also jetzt noch nice, aber nicht nice, wenn jetzt irgendein Gegner kommt, den ich mit Turrets irgendwie... abknallen könnte. Ich gehe mal ganz kurz auf Sicherheit und hole mir meine meine Pulse Rifle raus. Trau dem Ganzen nicht. Ah, okay. Gut, dann geht's weiter in Delta Labs 1.